Mercury. Sei ein braves Pferd. Können wir denn gar nicht helfen, Frederik? Warten wir ruhig mal ab, was passiert. Schön stillhalten jetzt. Schön stillhalten. Ruhig, Leute, nicht! Hört auf zu lachen! Miss Twing, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Sie sollen ihn doch reiten, Sie Güter! Oh, Miss Twing! Das schafft sie nie! Gib noch nicht auf! Jetzt hat er sie wieder abgeworfen! Mercury! Mercury! Ruhig, ganz ruhig, Mercury. Wenn du Miss Twink noch einmal abwirfst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Das spür ich. Halt jetzt still. Wollen Sie wirklich noch mal aufsteigen? Sie wollen es doch nicht noch mal versuchen. Oh, Miss Twink, Miss Twink. Jetzt hat sie es lang genug versucht, Lem. Sagen Sie mal, warum geben Sie es nicht auf, Frau Lehrerin? Es hat doch keinen Zweck. Nur Buck kann Mercury reiten. Ich gebe noch nicht auf. Im Buch steht, man muss Geduld haben und dass das Pferd dann früher oder später nachgibt. Hören Sie, wir geben ja nach. Naja, tun Sie sich nicht weh. Festhalten, Miss Twink! Jody, ich glaube, Mercury mag Miss Twink nicht. Ich kann mir nicht mehr hinsehen. Oh, mir wird schlecht. Sieh mal. Sieh dir das an! Gut gemacht, Miss Twink! Jetzt wollen wir sie auch reiten sehen! Und los! Oh, toll! Ganz in Ordnung. Ich finde sie wirklich sehr nett. Ja, rumreiten! Sie müssen nur einmal rumreiten. Sie können jetzt anhalten, Miss Twink. Ich weiß nicht, wie man es anhält. Was ist los? Hilfe! Keine Angst, Miss Twink. Bleib ruhig. Mercury! Mercury! Keine Angst! Halt an, Mercury! Zweck, hinter ihr herzulaufen. Wir müssen zurück und Pferde holen. Machen wir. Ja. Hey, guck mal, was? Pa, komm schnell, Pa. Beeil dich, schnell, Pa. Twink reitet Mercury? Wieso denn das? Erklär ich dir später. Schnell, schnell, Mr. Baxter, sie ist in Gefahr. Schneller, Cäsar. Schneller, höher. Cäsar. Wir müssen Cäsar ausspannen. Der Ast wurde vor kurzem abgebrochen. Sie sind sicher im Sumpf. So, Cäsar, los.
Da ist er. Da ist Miss Twink. Warte, Jody. Oh, pass auf, da versinkt man. Man kommt nicht an sie ran, ohne im Sumpf einzusinken. Was sollen wir tun, Pa? Einen kühlen Kopf behalten und vernünftig überlegen. Pa, das Seil! Wir werfen ihr das Seil zu. Ich glaube nicht, dass Twink es auffangen kann, Junge. Sie ist ohnmächtig. Oh. Wie wär's, wenn ich auf dem Baumstamm entlang krieche und das Seil an ihr festmache? Du wärst zu schwer, Pa, aber bei meinem Gewicht würde der Baum wahrscheinlich nicht einsinken. Das ist eine gute Idee. Aber ich fürchte, wir haben da noch ein Problem, Jody. Da! Ein Alligator! Und was machen wir jetzt? Soll ich ihn abschießen? Nein, Pa, es sind wahrscheinlich noch mehr in der Nähe und die werden dann aufgescheucht. Er hat recht, Mr. Baxter. Ja, ich glaube auch. Ich werde mich um den Alligator kümmern. Nein, Frederick, nicht! Ich binde nur das Seil um und gehe von da an ihn ran. Während ich den Alligator ablenke, versuchst du, Miss Twink zu holen. Nein, das ist zu gefährlich. Außerdem ist es meine Schuld. Ich hätte das mit Mercury wissen müssen. Bitte lass mich es tun. Ist wohl die einzige Möglichkeit. Versuchen wir es. Sei vorsichtig. Bin ich. Sei du auch vorsichtig. Mercury. Schön brav, guter Junge. Schön brav. Diesmal krieg ich das Vieh. Idiot! Hey, was soll das? Hast du vergessen, was heute Morgen passiert ist? Oh, Jody! Oh. Jody, pass auf! Hast du verstanden? Oh. Wir wollen doch nur Miss Twink hier rausholen und dann lassen wir dich wieder in Ruhe. Du kannst jetzt ruhig verschwinden. Ja. Gut so, Leute. Los, Mercury. Du schaffst es. Braver Junge. Los, Mercury. Oh.
gemacht, Mercury. Ich hab gewusst, dass du es schaffst. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, Mr. Alligator. Bis bald. Wenn Miss Twink heute irgendwas passiert wäre, dann hättest du es mit mir zu tun gekriegt. Hörst du mir zu, Lem? Sieh dich bloß vor! Du hast genauso viel Schuld wie Lem, Bill Will. Ach, ja, hab ich ganz vergessen. Ich stehe jetzt schlecht da, nicht? Wieso denn das? Weil alles, was ich aus Büchern gelernt hatte, überhaupt nichts genutzt hat, als es darum ging, Mercury zu reiten. Aber das stimmt einfach nicht. Herr Frederick? Sie haben ihn doch geritten. Sogar meine großen Brüder sagen, sie denken jetzt ganz anders über sie. Wirklich? Ja, weil sie jetzt wissen, dass Bücher wirklich nützlich sein können. Aber manchmal genügt es nicht, nur Bücher zu lesen. Manchmal sollte man die Natur betrachten. Die sagt oft mehr als ein Buch. Ja, das meint mein Vater auch. Ja? Und er hat auch recht. Was sagst du, Jody? Ach, nichts. Heute haben wir ein paar ganz schön gefährliche Situationen erlebt. Oh, als Frederick direkt neben dem großen Alligator ins Wasser sprang, dachte ich, es wäre aus mit ihm. Aber ich glaube, der Alligator hat tatsächlich jedes Wort von ihm verstanden. Mein Freund Frederick, der hat's wirklich in sich.